So, heute mal ein etwas anderes Video. Ihr seht mich jetzt an meinem Klavier bzw. an meinem E-Piano sitzen. Das habe ich schon verdammt lang, das ist schon ziemlich alt. Ist aber noch in einem recht guten Zustand und ich habe mir gedacht, ich bin momentan mal wieder so ein bisschen dabei, etwas mehr zu spielen und ich dachte, ich zeige euch vielleicht mal ein bisschen was. Jetzt aber gar nicht, ja, was kann der Zug, was kann er nicht oder was kann man am Klavier machen. Das ist uninteressant, weil ihr werdet jetzt eh kein Klavier haben und euch denken, oh, ich mache jetzt ist was super. Nee, aber ich habe früher bestimmt 10 Jahre meines Lebens, als ich noch keinen Führerschein hatte, wenn ich an Bushaltestellen stand und ich auf den Bus warten musste, 20 Minuten, 40 Minuten, mal 50 Minuten, das war sehr unterschiedlich. Gerade im Winter habe ich immer sehr gefroren und es gab immer eine Melodie, die war immer in meinem Kopf drin. Und die habe ich dann immer vor mich hergesungen. Ich hatte sowieso nichts zu tun, ich hatte noch kein Smartphone, gab es damals nicht. Und ja, was machst du dann, ne? Das kannst du nichts machen. Und dann habe ich immer diese Melodie gesummt und habe irgendwann dazu mir einen Text überlegt. Und da mir so kalt war, ging der dann so, meine Arme sind so kalt, mein Gesicht ist eingefroren. Und so hat sich das entwickelt. Das war nur ein kurzes Stück, das geht, ich weiß nicht, 20, 30 Sekunden. Das habe ich auf jeden Fall dann 10 Jahre vor mir hergesungen. Vielleicht denkst du dir jetzt, super. Was bist du für ein Lappen? Wieso machst du sowas? Vielleicht, ja, sowas kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber es war halt damals so. Es gab auch kein Smartphone. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls habe ich jetzt in der Phase, wo ich mir so sei, denke, du könntest mal wieder etwas mehr Klavier spielen, habe ich das Ganze mal mit Noten hinterlegt, beziehungsweise Noten gab es natürlich vorher schon. Ich habe die mal auf dem Klavier gesucht und habe daraus ein kleines Stück gemacht. Also das, was ich da in meinem Kopf gesungen habe, in Noten quasi niedergeschrieben. Und das möchte ich euch jetzt heute mal zeigen. Mal etwas anderes Video. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber wie gesagt, für mich, ich habe diese Melodie 10 Jahre in meinem Kopf gehabt und jetzt aufgeschrieben. Viel Spaß damit. Meine Arme sind so kalt, mein Gesicht ist eingefroren und natürlich friere ich auch noch an den Ohren. Meine Beine sind so kalt, aber bald kommt der Bus und dann ist mit dem Frieren ja.